in den 10-Sekunden eingekommen ist. Das ist nämlich der Erfahrung ist das jetzt wirklich ärgerlich und ich bin sicher,
der Runde gleich nochmal genommen wurde, weil er die Zeit der Straßenmobils hier weit unterkommen hat. Ost haben wir den
Stelle Hamburgerin bei ihrem ersten Lauf heute mit einer 8,87 angekommen. Stefan Eidelsburger aus Petzenried ist das mit dem 1,6er Motor und 100. Der hat sie auch. Jetzt ist Tuning vom Motor, 420 PS, diesmal aber nur eine 8,5. 2,5 Liter Motor. Alle gestern eine 9,1 gefahren, nachdem öfter mal eins seiner angegebenen Hinterräder heftig durchgedreht hat. Diesmal ist es ein bisschen ruhiger anpassen soll, aber er hat ein bisschen vor dem Ziel das Gas weggenommen, so wie es aussieht. In seinem Parkhaus aber. mal wieder aus den 8er Zeiten rausgefahren und Yeah.
Spiel schon serienmäßig sehr kräftig dimensioniert und da lassen sich auch noch diverse Sportteile nachrüsten mit mehr oder weniger stark gesperrtem Differential. Und auf der rechten Seite, jetzt hat es auch geklappt, jetzt wird es interessant. Hier kommt Jordanes Nein von Donglu mit dem brutalen Turbo-Kalibra. Im letzten Jahr kam er auch schon etwas spät, aber jetzt macht er seinen ersten Lauf in der Street Modified Gruppe. Ist die Frau, die hier regelmäßig die besten Reaktionen. Das bedeutet, dass der Opel genau in der tausendstel Sekunde die Startlichtschranke verlässt, in der die Ampel auf dem Boden steht. Der ist das jetzt der schnellste in der Gesamtwertung mit der 7,67. Diesmal verliert er ein bisschen. André Lappig. Aus dem Norddeutschen. Und der diesmal in einer Zeit von 7,61 und auch Alex mit dem schwarzen Elite.
wie gut sie sich qualifiziert haben. e.V. Monster habe ich leider überhaupt keine technischen Daten. Jordanes Naipatoglu aus Kleinmischingen. Ein Grieche, der schon viele Jahre in Deutschland lebt, schraubt und tunt, hat jetzt hier den C20 LET mächtig unter Druck gesetzt und wir können gespannt sein, ob jetzt alles hält.